So, willkommen zurück zu Gothic 3. Wir gehen heute in die Wüste, ganz definitiv, nachdem wir einmal gerastet haben. Aber vorher suchen wir noch mal ein letztes Mal den Teleportstein. Ich habe mir da ein Bild, das mir angeblich den ultimativen Hinweis gibt, wo dieser dumme Teleportstein zu finden ist. Das Problem ist, das ist mir beim besten Willen nicht klar, wo das sein soll. Das müsste da oben sein. Das Bild spielt auf einer anderen Grafikstufe, das was ich hier habe. Oh Mann. Das kann nur gut werden. Das müsste... Ach meine Fresse, jetzt kommen wir hier mal. Das müsste eigentlich... Warte mal, passt das hier mit dem Bild? Nein, nicht wirklich. Das ist ein komplett anderer Vorsprung. Hä, aber welcher Vorsprung muss denn das sein? Also ich sehe hier auf dem Bild sehe ich so eine Steinkante mit einem Stück Zaun drauf. Und der einzige Zaun, den es hier weit und breit gibt, ist der da. Aber der passt halt überhaupt nicht zu dem Bild. Also gar nicht. Ah doch, warte mal, vielleicht wenn wir von da, wenn wir da oben stehen. Ist schon mal auf der falschen Seite, ja, yeah, ja. Yeah. Ah, Suchbilder. Es gibt in ESO gibt es auch so Suchbilder und ich habe gesagt, ach guck mal, die Scheißtruhe, also wirklich jetzt mal. So, na gut. Dann haben wir die jetzt auch gefunden, darin soll angeblich der tolle Teleportstein liegen. Da ist er auch. Ein Baum. Trank gegen Krankheiten, Dietrich. Na gut, haben wir das auch hinter uns gebracht. War zum Glück überhaupt nicht schwer. Und hat uns auch nur irgendwie 10 Minuten gekostet. Dann legen wir uns jetzt mal ins Bett. Ich glaube, es ist zwar mitten am Tag, das ist mir egal. Sofern wir dann ein Bett finden. Diese Rebellen und ihre scheiß Höhle, ne? Wimmelbilder? Oh ja, Wimmelbilder. Die sind auch ganz so schlimm, aber... Nee, das ist eigentlich, dass das in ESO gibt es so Bilder, die zeigen dir halt so Orte an und dann musst du da halt hin. Und da geht es dann halt irgendwie weiter und da findet sich dann irgendwie was und das ist total toll. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt in die Wüste. Ich sollte mich wahrscheinlich... mit einer neutralen Rüstung in die Wüste begeben, weil ich ahne, dass die Assassinen mich nicht leiden kann, wenn ich eine Rebellenrüstung trage, oder? Auf der anderen Seite, die wissen ja, haben die Assassinen wirklich Beef mit den Rebellen? Wer weiß das schon? Wo ist denn hier meine Karte? Da. So, und der Pass war ja irgendwo da vorne, ne? Es ist Zeiten wie diese, wo ich mir wünschte, ich hätte ein Reittier. Hätte den Hirsch reiten können, hätte ich ihn nicht gerade so achtlos erschossen. Oh, Hirschgeweih. Ja. Liebes Spiel, ich würde gerne aufhören zu dingsen, genau. Ja. Speichern nicht vergessen? Ja. Was ist das ja nicht für ein Tick zu Ritter? Huh? Was sind das eigentlich noch für grüne Rhinos? Wie sind mir die bis jetzt entgangen? Die müssen ja zu irgendeiner Quest gehören, ne? Okay. Generell ist gerade die Frage, wo bin ich eigentlich gerade? Weil ich bin nicht... Ich bin nicht auf den... Bin ich auf diesem Pass, anscheinend. So, und ich bin irgendwo anders. Weil hier hinten geht's, ich meine, da hinten geht's direkt in die Wüste, oder? Ja, da komme ich einfach wo in der Wüste raus. Es sind ganz schön viele Nashörner. Warum sind manchmal diese Nashörner grün? Man möchte übrigens meinen, wenn man mitten in die Horde reinschießt, dass es eigentlich unmöglich sein sollte. Das ist echt großartig, ne? Es sollte unmöglich sein, die 100, die Nashörner zu verfehlen, oder? Das ist echt schon dumm. Die kriegen wir tot. Die Frage ist bloß, ob ich daran am Ende Plus mache. Vor allem ist das nicht mal die ganze Horde, die ich dabei habe. Das sind nur 4. Ja. Das vom Geräusch, von der Geräuschkulisse erinnert mich das gerade so ein bisschen an die gute alte Todeswelle. Die sind bestimmt vom Aussterben bedroht. Muss auf jeden Fall vermieden werden, dass sie einen so umzirkeln. Also das Nashorn hier war nicht anders als die anderen, aber... Hä? Warum? Die Schlange blockt gerade meinen Looten. Oh. Weil wir lebende Dinger mehr Priorität haben als tote Dinger.
Okay, warum habe ich jetzt gerade einen Herr der Arsenal getötet? Ich weiß es nicht. Eventuell, weil ich diese Gras, diese kargen Gras dann davon abhalten wollte, abgegrast zu werden. Gibt es hier irgendwo noch eine Truhe oder so? Nö, nicht mal das. Okay, ich habe die armen Tiere also komplett umsonst getötet, außer vielleicht für ihr Fleisch. Aber hey, das war immerhin herrlich und lecker. Gibt es hier noch irgendwas? Außer irgendwelche Kristalle. Ich habe bis jetzt noch nicht so draußen in der Welt so Kristalle wachsen sehen. Sind da anscheinend ja keiner ungewöhnlich, weil sie sind ja immer noch da. Über 1000, über die 1000 XP. Na gut, das ist ja gut. Die Erfahrung, 1000 Erfahrungspunkte, die sind jetzt ja auch nicht so der Hammer, ne? Das ist hier der Pass, ne? Nur von der anderen Seite. Achso. Schön, wie sich das Gras von einem Moment zum anderen ändert. Dann bin ich ja mal sehr gespannt auf die Ozone der Weisheit-Typen, die wirklich alle so reden. Es wurde ja gelegentlich schon persifliert. Gibt es echt keinen anderen Weg nach Varant? Muss ich wirklich mal durch diesen dummen Pass? Es sah halt gerade so aus, es gäbe so viele Wege in die Wüste, aber an und für sich, ne? Es ist ja ein gut zu verteidigendes Land. Mal davon abgesehen, dass diese Meerenge da wahrscheinlich gut mit dem Fluss zu überqueren ist. Auf der anderen Seite, naja, gut. Das lässt sich bestimmt ganz gut verteidigen. Dann brauchst du ja nicht viel. Brauchst du nur ein paar Speer. Und sobald der böse Feind anfangen möchte, da überzusetzen mit irgendwas, kannst du ja immer das Zeug abschießen. Ich höre übrigens noch Schaben. Oh, Fleischwanzen. Fleischwanzen in Höhlen weisen dann nicht immer auf wie eine große Menge an Leichen hin. Mein Quarter. Schön, wie das Kämpfen in Ewigkeiten gar gut funktionieren kann. Und naja, natürlich, der Mindcrawler mit den meisten HP steht natürlich jetzt wieder vorne. Ich hab keine Ausdauer mehr. Oh. Ich hab hier noch so eine Fleischwanze. Ach, das ist fett. So, jetzt aber. Gebrochene Quarterplatten. Wenn ich doch nur die Quarterplattenrüstung hätte, könnte ich hier bestimmt so viele lustige Sachen mitmachen. Wahrscheinlich brauche ich für die guten Platten und nicht nur die von den billigen Minecrawlern. Also wir kommen heute wahrscheinlich doch nicht mehr in die Wüste, nur das ist halt... Ha, 30 Erfahrungspunkte. Bisschen schade, dass wir nur so eine Fleischwanzensuppe machen können, nicht besonders nahrhaft. In LX habe ich die Fleischwanzen noch mehr genossen, weil die haben halt... Boah, wie sie hier sind. Weil da haben die Fleischwanzen noch richtig gut geheilt. Was könnte ich aus denen kochen, glaube ich. Hier liegt nur ein Schwert auf dem Boden, das irgendwie halb schwertvoll aussieht. Ich kann einfach das Geräusch von diesen Fleischwanzen noch nie leiden. Was hört nicht auf? Haben wir jetzt alle endlich mal... Ich glaube, ich habe gerade noch eine gehört. Oh Mann, ey. Und noch eine Fleischwanze. Ach, die lebt doch noch. Och. Weißt du, da haust du dich hier wie Anakin durch die Jünglings durch und dann sowas. Was haben wir hier Schönes? Rostiger Zwein. Okay, das sah auf den ersten Blick besser aus, zugegebenermaßen. Hey, wir können mal wieder 30 rohes Fleisch braten. Und 64 Fleischwanze Fleisch. Was? Klassisch mittelalterlich teutonische Dingskunst. Viel Gold. 100 übrigens. Und ein Schild und noch ein Silberpokal. Na, immerhin so ein bisschen Zeug. Das sieht so ein bisschen so aus, als würde irgendjemand da noch... Eine Hake? War das wirklich eine Hake oder war es eine Hacke? Schwer abgebrochen. Och. Sprich wieder Mist ab. Abgebrochen. Och, Menno. Was haben wir hier für einen Bogen? Ein Wolfsreiß. Oh, den kann ich sogar tragen. Natürlich die Taktik 150. Geschossschaden 80. Es gibt nur noch das Bonus-Talent Video. Ja, habe ich den schon, den Wolfsreißer? Nee, ich habe einen Kriegsbogen. Oh, das ist tatsächlich besser als mein jetziger Bogen. Jawohl! Das heißt, meine Bogenschießzeit ist noch nicht vorbei. Was haben wir es denn da drin? Fläschchen. Pfanne, Kelle. Dietrich, Schwert. Woran sind diese Gentlemen gefallen? Na gut, die sind wahrscheinlich des Nachts von den...
von den Minecrawlern getötet worden. Das, hier gibt es ja endlich weit und breit. Ist hier gar nicht mal eine richtige Höhle. Also, wo kommen bitte schon die Minecrawler hierher? Ich bin übrigens gerade ganz glücklich darüber, dass das Gothic keine Waffenreparierfunktion hat. Man stellt sich das vor, ich müsste hier noch irgendwie anfangen, wie meine Ausrüstung zu reparieren. Das wär grausam. Also die können ja irgendwie kaputt gehen, die Waffen, aber irgendwie ist das ja nur die Mechanik, die verhindert, dass die gefundenen Waffen zu viel Geld wert sind und ich irgendwie reich werde daran, dass ich das Diebesgut verkaufe. Das ist die Minecrawler? Die Maincrawler? Ja, wer kennt sie nicht? Die Maincrawler. Gibt noch die Mothercrawler. Bringen viele Erfahrungspunkte. Gut zu verkaufende Eier. Ansonsten waren wir hier über schon, ne? Ja. Brunnen. Oder da hinten war wieder ein seltsamer Pilz. Der anscheinend nur Geld wert zu sein scheint. Die muss ich, glaube ich, mal kurz nachwässern. Ich habe so ein bisschen eine leicht trockene Kehle. Ein Dialog wäre jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, ich zieh mal kurz. Schieß ja schon wieder. Ich zieh mal vorsorglich meine Rüstung aus, nur für den Fall, dass ich hier irgendjemand begegne. Da ist, dass ich ja nicht weiß, wer. Also hier steht bestimmt irgendwo gleich ein NPC am Anfang der Wüste, würde ich vermuten. Ja, wusste ich's doch. Und da ist, glaube ich, keine Rüstung wahrscheinlich besser, oder sonst greife ich mich da gleich an. Warte, Wanderer, geh nicht vorbei. Du könntest dein Glück verpassen. Mein Glück könnte ich verpassen, ja, klasse. Hallo, Abbas. Ich grüße dich, Reisender. Willkommen in Barant, der großen Wüste. Du wirst durstig sein. Hier, trink einen Schluck kühles Wasser. Ja, danke. Erzähl mir über die Wüste. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort. Ohne Wasser wirst du nicht weit kommen. Abseits der Wiege lauern Nomaden und wilde Tiere. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also, wenn du in die Wildnis ziehst, besorg dir eine anständige Waffe. Und natürlich musst du immer genug Wasser dabei haben. Wir Assassinen leben in den Städten. Dort bist du sicher. Ich lebe in Städten sicher, wo die Leute Assassinen heißen. Na, ich weiß ja nicht. Erzähl mir von eurem Volk. Wir Assassinen sind ein bescheidenes Volk, geknechtet von Enos singendem Fluch. Die unbarmherzige Sonne lässt nicht zu, dass in diesem Land viel wächst. Man kann sagen, dass wir von der Hand in den Mund leben. So? Natürlich gibt es die ein oder andere Annehmlichkeit, aber die sind Zuben und seinen Schwarzmagiern vorbehalten. Jetzt weiß ich immerhin, warum die Assassinen nicht Innos anbeten. Wahrscheinlich, wenn man so viel Sonne hat wie die, dann hat man doch überhaupt keinen Bock da drauf, ne? Wer ist Zuben? Zuben ist unser großer Anführer. Er ist uralt und verfügt über die Macht Belias. Wir zollen ihm Tribut und er hält Belias zornigen Blick von uns fern. Und seine Krieger und Schwarzmagier schützen uns vor den Nomaden. Tribut? Gold und kostbare Güter. Wir bezahlen, auf dass uns kein Unheil widerfährt. Verstehe. Das ist ein bisschen so, wie man den Schamanen bezahlt, damit der immer dafür sorgt, dass die bösen Geister weggefangen wird. Bis man eines Tages merkt, dass man eigentlich die bösen Geister gar nicht wirklich davon halten muss und dass das der Schamane eigentlich nur ein unnötiger Esser ist, nicht wahr? Wo bekomme ich eine Waffe her? Folge dem Weg. Er führt dich direkt nach Braga. Es ist zwar nur ein kleines Dorf, aber du kannst es nicht verfehlen. Dort wirst du alles bekommen, was du brauchst. Natürlich gibt es dort nicht so frisches Wasser wie bei mir. Schon klar. Was? Zeig mir deine Ware. Brauche ich wirklich Wasser? Ich glaube, ich habe sogar ziemlich viel frisches Wasser bei, oder? Ich habe sogar frische Milch bei. Ach, hier sind übrigens meine Mana-Tränke. Ja gut, ich habe 40 Wasser bei. Also jetzt, wenn ich Wasser trinken müsste, hätte ich, glaube ich, genügend Wasser da. Weltkarte. Schön, dass die mal alle eine Karte der Welt haben. Und das interessiert mich ja nicht so wirklich, ne? Die Waffen kann ich noch nicht verkaufen. Ich könnte ihnen das Maximum meine Bolzen auftun. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Holzschild. Naja, das ist schlecht. Das kann ich ihm direkt mal verkaufen. Und einen der Ringe. Was habe ich denn eigentlich schon wieder gefunden? Schon wieder ein maximales Mana-Ring. Maximales Mana-Ring? Bei ihm, an ihm verkauft. Ach doch, ich habe diese Pilze anscheinend verkauft. Ich habe das schon wieder neu eingesagt. Die sind relativ viel Geld wert, fällt mir immer so auf. Hier Goldpokale und diese schöne Schatulle und einen schönen Silberpokal und diese Felle und das hier und dieses Snapperleder und das hier und dieses Geweih und dieses Horn und diese Klauen und dieser Minecrawler-Zang. Die brauche ich nicht, wie was? Zähne, ganz ohne Zweifel. Mensch, schön. Fuck. Gut. Ich habe den guten Mann, glaube ich, gerade 1000 Gold oder so geschenkt, weil ich nicht auf Goldausgleich
geklickt habe. Schön, dass das Spiel noch vorher nicht warnt, dass man sowas macht, ne? Was der Brager Finstersturz und Schwarzmagiern? Defenestration heißt das Wort. To fail. Sieh weiter, Fremder. Hier lauern überall räuberische Nomaden. Was macht er hier? Was machst du hier? Ich wurde aus meiner eigenen Stadt geworfen. Aus Braga. Ich war dort der Chef. Jetzt sitzt Nafalem in meinem Haus. Was ist geschehen? Ich hatte den Tribut für Zuben gesammelt. Aber dann haben Nomaden mich überfallen und alles geraubt. Und deshalb wurdest du rausgeschmissen? Ja. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Wer ist dieser Nafalem? Einer von Zubens Schwarzmagiern. Er ist gekommen, um den Tribut zu holen. Und Zuben? Erzähl mir von Zuben. Zuben ist unser großer Anführer. Er sitzt im Palast von Ishtar und er trägt die Macht Belias. Wir zollen ihm Tribut, damit er Belias zornigen Blick von uns fernhält. Das habe ich irgendwie schon mal genauso wortwörtlich gehört. Na gut, und wer macht das Zelt hier? Okay, er ist einfach nur im Bett. Die haben aber auch Sklaven hier. Haben die aus Methana importiert oder sind die hier heimgewachsen? Oh ja, oh, das Dorf kann ich tatsächlich nicht verfehlen. Das ist ja dolle weit weg. Na gut. Eine Königsdistel. Noch mehr Sitzmalpilze. Yay. Begabt, dass es... Mach hier keinen Ärger, Clan. Ob die eine Arena haben? Und wie gibt es die Assassinen? Genau zwei Arten. Einmal in dünn und schlaksig, so wie er da, und dick. Willkommen, Reisender. Willkommen. Ich weiß, warum du hier bist, und bei mir bist du genau richtig. Ach ja? Du bist gekommen, um eine hervorragende Waffe zu kaufen. Und selbst wenn nicht, ich habe noch mehr Waren im Angebot. Wirf doch mal einen Blick darauf. Na, zeig mir deine Ware. Er hat Klingenstab. Ja, die habe ich, glaube ich, für den Ork. Zwei Klingen machen ihn zu einer fürchterlichen Waffe. Die habe ich, glaube ich, für den Ork-Priester. Die Ork-Priester droppen die immer, ne? Assassinenschwert? Ja, nur Quepp hat der Typ. Das hat ja gar nichts im Angebot. Sklaventod, die habe ich auch schon mal gehabt. Ja. Habe ich die nicht sogar noch auf der Tasche? Bluternte habe ich. Wesentlich besser als dein komischer Sklaventod. Ja, es, ich könnte immer noch die Elite Assassinen. Das werde ich dir erst verkaufen, wenn du deinen Wert bewiesen hast. Das werde ich dir erst verkaufen, wenn du deinen Wert bewiesen hast. Ich meine, an sich ist die Elite Assassinenrüstung, die sieht schon ganz gut aus, ne, so von den Schutzwerten. Die hätte ich schon ganz gerne. Diego! Hey Diego, wie sieht's aus? Ich habe mich mal umgehört. So wie es aussieht, ist Zuben immer noch der unumstrittene Herrscher der Wüste. Zuben. Vielleicht sollte ich ihm einen Besuch abstatten. Das wird nicht ganz so einfach. Zuben sitzt in seinem Palast in Ishtar. Und da werden sie dich erst reinlassen, wenn sie sicher sind, dass du ein Freund der Assassinen bist. Also, was ist zu tun? Du wirst einiges für die Assassinen erledigen müssen. Aber so wie es aussieht, gibt's auch einiges zu tun. Am besten, du stellst dich mit den Schwarzmagiern gut. Sie haben den größten Einfluss. Was macht er hier? Was machst du hier in Braga? Ich wollte eine Runde jagen gehen. Luca sagt, hier gibt's ein paar dunkle Snapper. Ihr Leder eignet sich für die Herstellung von Rüstungen. Wenn du Lust hast, gehen wir zusammen. Ah ja, ich kann mit ihm jagen gehen. Na toll. Dazu später mehr.